Willkommen zurück zu The Cat Lady. Es ist nicht einfach hier mit der Bude von der Babyfrau, weil, ja, wir ja versuchen irgendwie das Ablenkungsmanöver irgendwie zu starten und naja, da Susan immer raus kann, denke ich halt immer, dass wir hier vielleicht was machen können mit den Kabeln, weil das ja auch beide Wohnungen cuttet. Oder ob ich das lassen sollte, Tür. Kann man da nichts machen, untersuchen. Stromzähler für beide. Und wenn ich das ausschalte und weggehe, geht sie aber halt leider nicht rein. Doof, doof, doof. Doof, doof, doof. Ob das so der richtige Weg ist? Kinderwagen, untersuchen. Können wir hier vielleicht was reinschneiden? In den Kinderwagen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Strom die richtige Idee ist oder doch. Hier. Bücher, Bücher und ein paar Spielsachen. Es gibt ja hier leider auch nichts, was man irgendwie machen könnte. Jetzt haben wir hier die Schere mitgenommen und nun? Das Kind ist ja auch noch mal so nebenbei. Ich höre das Wasser laufen. Ich muss mich beeilen. Sie könnten jeden Moment rauskommen. Ja, leider ist der Moment schon längst vorbei. Und ich hänge hier immer noch und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Ja, die Farbe. Das weiße Kleid. Benutzen. Nee, das glaube ich auch nicht. Dann hätten wir noch das Verlängerungskabel. Das ist alles total sinnlos hier. Können wir hier irgendwas? Also alles, was man hier auch im Inventar ja nicht benutzen kann, außer der Schere. Nee. Hier kann sie nichts schneiden, das sagt sie selber. Können wir bei den Fotos vielleicht nochmal was schneiden? Nein. Nein. Tja. So. Tja, außer den Kabeln fällt mir nichts ein. Echt nicht. Ihre Küche sieht blitzeblank aus. Können wir sie nicht mehr blitzeblank machen? Wir haben aber nichts zum dreckig machen und ja. Nee, also irgendwie denke ich, wir müssen rausgehen und weil das ja beide, für beide Wohnungen den Strom abschaltet, hier irgendwas machen. Ziehen will sie so aber nicht. Wenn ich sie rausziehen könnte, würde ich den Strom in beiden Wohnungen kappen. Leider sind sie zu fest am Zähler montiert. Sie kann aber auch nicht weggehen jetzt hier. Also sie soll hier bleiben, aber sie kann ja hier auf dem Gang sein. Können wir hier irgendwas machen? Untersuchen. Kann hier nichts schneiden. Untersuchen. Wird wohl mehr brauchen als diese Schere. Ja, okay. Stromzähler untersuchen. Stromzähler für beide Wohnungen. Ich meine, wenn er auch nicht rauskommen würde, um das immer wieder anzumachen, ja, dann hätte sie auch noch mal mehr Zeit, weil die andere Wohnung wäre dann länger dunkel. Aber das macht sie ja nicht. Ich kann das echt nur ausschalten. This fuse and me. Er gibt mir ein bisschen Zeit. Also ein bisschen Zeit ist ja da. Ich mache das jetzt nochmal. Vielleicht zieht sie ja dann jetzt dran. Zieh mal. Nein. Und jetzt halt dann dran schneiden. Vielleicht muss man sich beeilen. These scissors seem sharp enough. Let's create some diversion. I hope this is what Mitzi had in mind. Perfekt. Okay, also wenn das Ding aus ist, macht sie das. Weil sie dann keiner sieht. Und weil dann eh der Strom schon gerade aus ist. So, ha. Perfekt. Oh, not that again. What happened to the lights? I'm terrified of the dark. I can't move. Oh God, can't breathe. Calm down, it's all right.
probably just that stupid meter. It must have ran out of money again. It's not even that dark. Please, you've got to do something about it. I think I'm going to faint. Wie labil sie ist. Fine, just stay in my bedroom. There'll still be plenty of sunlight there at this time of the day. I'll go outside and put some money on the meter. It'll only take a minute. So, wunderbar. Mizi hat ein bisschen Zeit. Ab zum Laptop. Benutzen. Endlich sieht man das mal aus ihrer Sicht. Right. Let's do it. Ich glaube nicht, dass sie als eine gute Babysitterin rübergekommen ist. Is that you, Mrs. Ashworth? What happened? No idea. Maybe it's a blackout. Like in the old days. It's probably just the meter. Let me see. Na toll. Und dann merkt sie das? Müsste doch jeder merken, dass sie das dann war. So it's not her either. What a waste of time. It's time to leave. This interview is over. Na dann. Wäre dann noch was gewesen? Ich will noch mal zurück in das Zimmer. Kann sie da noch was tun? Kann sie dann... Nein, man kann mit ihr nicht mehr gucken, untersuchen. Großer Fernseher. Ich wollte nur wissen, ob man da vielleicht... Ja. Ob sie da vielleicht noch mal was anderes zu findet oder sagt. Fotos. Hauptsächlich Babyfotos. Ja. Sie denkt dasselbe wie Susan. Und auch hier alles dasselbe eigentlich. Okay, dann haben wir das ja. Da sind wir. I don't get it. The cable's been cut. But why would anyone do that? I think we're going to go now. This whole power cut gave me a terrible headache. Was that you, Jesse? But we haven't finished yet. Have you changed your mind about the job? No, of course not. I'm just scared of darkness. And I still feel sick, you know. Perhaps we can continue some other time. Und da ist die andere schon wieder. Oh. I've had it. I'm getting a new fuse box. Was that you, Jesse? Yeah. How are you doing, Pauline? Well, we need the power back. Can you do something? Yeah, I can easily fix that. There's an electrical store that's open till late. I'll get some stuff and I'll be back before you know it. Bear in mind it's not just the fuse box, it's the cable this time. I'll get a new cable too, don't worry. But in the meantime, go home, find some candles and chill, yeah? Thanks, Jesse. That's awfully nice of you. Well, it was great seeing you, but we're going to leave now. Hello. Who's that? Oh, dear. My name is Rita Tickle. Rita who? What the hell is going on here? Do you know this woman, Mrs. Ashworth? I've never seen her before in all my life. Voll der Witz. Now she'll think we are absolutely crazy. I wouldn't worry too much. You're not exactly the most popular neighbor in the house anyway. Thanks. What? You don't actually care what those idiots think, do you? No. Of course not. It's just that Pauline seems all right. I'm not too proud of causing her all this trouble. It'll get fixed soon. Look, Jesse's gone out. We can now get inside flat 7 and see what he's been up to. Okay. Yeah. That sounds good. We can also cross Pauline off the list. I've searched through her internet history, and needless to say, there's nothing exciting there. Ich könnte mir so vorstellen, von dem, was wir auch gerade auf dem Flur erlebt haben, weil dieser Jesse war ja auch total nett zu der Nachbarin. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist da ja auch unter den Männern irgendwas vorgefallen oder so. Also der aus Wohnung 7, zu dem wir dann jetzt wahrscheinlich bald kommen, der das ja sein könnte, auch genauso wie der Brian, ja. Der könnte ja auch irgendwie auf die Nachbarin gestanden haben. Aber keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Wir machen mal weiter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir jetzt halt, wenn wir ins Treppenhaus gehen. Ja doch, wir gehen mal nach unten. Und ich möchte mal einmal das Kleid wieder irgendwie ranhängen, weil ich wissen will, ob wir das jetzt zerschneiden und blutig machen können.
ob das jetzt reicht, dass wir alle Sachen haben. Deswegen gehe ich jetzt mal runter, mal gucken, ob das klappt. Um den Brian halt abzulenken. Dann haben wir hier auch noch diese Rohre. Was hat das damit auf sich? Die Wasserversorgung wird damit ausgestellt. Okay, Kohlenrutscher haben wir auch noch hier. Tja. So, wir hängen, weiß ich nicht, ich hänge das mal zurück. So, können wir das jetzt rot... Nein, können wir nicht. Kann ich das schneiden? Kann hier nichts schneiden. Wieso? Du kannst doch... Stell dich doch mal da ans Kleid. So. An das Kleid. Und jetzt... Nee, auch nicht. Und jetzt schneiden? Gute Idee, aber ich sollte erst rausfinden, wie ich das Kleid schwarz färben kann. Ach so, wir müssen das ja noch schwarz färben. Stimmt. Ja, dann müssen wir das Kleid nochmal mitnehmen. Weil ich glaube... Und wenn wir das einfach hier in die Kohle legen... Die sind doch schwarz. Es klappt bestimmt. Hier. Benutzen. Jawohl, wir machen das schwarz hier. Dafür ist die Kohlenrutsche da. Haha. Schwarz ist meine Farbe. Es gefällt mir jetzt so viel besser. Ja, sehr schön. Jetzt hängen wir das zurück. Haha. So. Jetzt schnibbeln wir das an. Kann hier nichts schneiden, dann stell dich nochmal bitte etwas näher an die Nähpuppe, dann geht's vielleicht auch. We need to make some adjustments. Now this is a dress worthy of the cat widow. Why don't you admit it was too small for you? Ha ha, bloody ha. Why don't you just shut up? Whoever wore this dress probably hadn't eaten in years. You'd struggle to get a skeleton into it. So, und jetzt noch das Rote. Können wir das nicht irgendwie, ja, wie machen wir das? Keine tolle Farbe, ja, okay, dann nehmen wir das jetzt wieder, oder wie? Okay. So what do we need? Nein. Well, oh, jetzt kommt das wieder. Ja, rote Farbe. Wir haben doch alles. Red paint. Haben wir schon. Wir haben das schon schwarz gemacht. The cost. Yep. Ach, die Maske. Ja, stimmt. We need some kind of mask. Stimmt, wir haben noch gar keine Maske. Na gut, dann ist das, bleibt es jetzt erstmal so hier, ja? Also das bleibt erstmal dann stehen. Das Kleid haben wir... Guck mal, wir brauchen eine Maske. Stimmt. Tja, dann gehen wir mal nach oben erstmal. Dann gehen wir mal nach oben und uns fehlt ja noch einer. Uns fehlt ja noch der Typ von nebenan, der gerade nicht da ist. Der Noisy, der Spinner mit den Knarren. Bei dem mein erster Gedanke ja war, dass der das war. Untersuchen. Hier wohnt ein junger Kerl, Jesse. Wir klopfen mal. Brauche nicht anzuklopfen. Ich weiß, dass er nicht da ist. Na wunderbar, dann öffnen wir den Kram. Abgeschlossen. Wir brauchen Mizi. Und dann geht's los. Finden wir erstmal ein Schloss. Wie? Wie jetzt? Now that he's gone, we can get inside. Yes, let's do that. I'll close my eyes and you pick that lock, Mizi. Okay, but no peeking. I'd never. You've really hurt my feelings now. Yeah. Now close them. Da, Job erledigt. Sehr gut. Jesus, are these... Da haben wir unsere Masken. Relax, Mrs. A. They're just Halloween masks. Oh, good. That's good. Because I swear, if I see another bloody head... Puh, okay, also wir nehmen mal erstmal... Wir nehmen eine Teufelsmaske. Ich würde darunter schrecklich schwitzen, aber es gibt so etwas... Was? Es gibt so etwas wie zu viel Gummi. Clownsmaske. Ich hasse Clowns so sehr. Ich würde diese Maske hier lieber nicht nehmen. Dann die Hockeymaske? Okay, haben wir sie jetzt? Maske. Untersuchen.
Eine einfache weiße Maske mit zwei Löchern für die Augen. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir jetzt unsere Maske. Dann haben wir nämlich jetzt tatsächlich alle Sachen. Pflanzen. Keine davon sind illegal. Was? Keine davon sind illegal aus? Mhm. Er mag wohl einfache Pflanzen. Die hier ist ziemlich groß. Lautsprecher. Dieser Lautsprecher ist riesig und er ist mit Jesses Computer verbunden. Immer wenn er Musik hört, müssen die Wände wackeln. Aha. Oha. Also der könnte das ja auch echt sein, ne? Untersuchen. Das ist Jesses PC. Ist das die berüchtigte Lärmquelle? Komm, dann schalte den doch mal ein. Es klappt nicht. Scheinbar hat jemand den Strom abgestellt. Oh, nee. Ja, kein Strom. Daran sind wir ja schuld. Steckdose. Jesses PC ist hier eingesteckt, wenn wir nur Zugang zu einer funktionierenden Steckdose hätten. Ja, kannst du das hier nochmal benutzen? Verlängerungskabel? Dann haben wir das schon mal rangeschnüdelt. So, who's got windows over this side of the building? Now this is a dress worthy of the Cat Widow. I guess we could also check one flat below Joe's. I just hope the cable's long enough. Let's find out, shall we? Okay. Untersuchen. Ich kann etwas vom Spätabendverkehr durchs offene Fenster hören. Okay, dann haben die das ja hier mit dem Verlängerungskabel gerade gut gelöst. Können wir den denn... Ja, wahrscheinlich noch nicht. Nee, wir müssen ja erstmal irgendwie nach unten oder so. Hoffentlich kommt der jetzt nicht. Oha, ich hab ein bisschen Schiss immer. Wir sind jetzt wo? Wir sind in der vierten. Dann müssen wir in die dritte. Oder war das von draußen? Wir können ja nicht bei dem Irren jetzt hier... Nee. Da habe ich das jetzt falsch verstanden. Okay. Treppenhaus. Was ist, wenn wir ganz rausgehen? Ich habe das jetzt noch nicht ganz kapiert, was sie vorhaben. Also ob man das von draußen jetzt halt wo reinstecken kann oder aus einer anderen Wohnung oder... Machen die das jetzt oder nicht? Nee. Dann habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden. So, warte mal. Jetzt lass mich mal auf den Plan gucken. Ja, schau dir das mal an. Also. Mit dem Loch vielleicht? Irgendwie von Wohnung 1? Oder wie stellen die sich das vor? Können wir da rein? Nee. Wir können doch nirgendwo mehr rein. Ich habe das, glaube ich, falsch verstanden. Ich guck mir das jetzt nochmal an. Dann diese blöden Masken. Wer macht denn sowas? Lautsprecher. Jesses PC untersuchen. So. Benutzen. Klappt nicht, kein Strom. Klappt nicht, jemand Strom abgestellt. Ja, Fenster. Können die das nochmal... Warum kann ich das nicht nochmal hören jetzt? Weil die haben das jetzt da rausgemacht. Aber wir können ja auch nirgendwo mehr in die Wohnungen rein. Deswegen kapiere ich nicht so richtig, wie das jetzt klappen soll. Da können wir nichts machen. Ja, hier wollte ich auch eigentlich hin wegen dem Loch. Ob das jetzt wohl geht? Der ist doch noch da, oder? Tisch untersuchen. Total verrottet. Okay. Fenster, schau an. Sonnige Seite, bla bla bla. Hängt das jetzt hier irgendwo runter, das Kabel, oder? Hm? Ah, da tatsächlich. Das hängt da runter. Ja, gut. Dann stecken wir das mal rein. Ich dachte vorhin, man kommt auch nicht mehr jetzt in diese leere Wohnung. Aber ich war im falschen Stockwerk, deswegen dachte ich habe falsch gedacht. Ja, dann müsste jetzt der Strom ja da sein. Aber jetzt bin ich ja echt gespannt, ob der das ist. Das ist doch bestimmt auch voll der Freak. Ich glaube, das ist voll der Freak.
Das sind alles Freaks hier. Naja, bis auf die Babymutter eigentlich. Also die... Ja. Kann man ja nichts sagen. Und wehe, der ist jetzt wieder da. Bestimmt kommt der gleich rein, wenn wir hier gerade dabei sind. Right. I should be able to use that computer now. Could you give me 5 minutes, Mrs. A? Sure. Why not? I'll keep an eye on the door. Und wenn der jetzt kommt, dann müssen wir ihn in ein Gespräch verwickeln. Oder er ist nicht gekommen, wäre auch gut. Oder sie kommen beide raus. It's not him either. God damn it. Der ist es auch nicht, krass. Ich hätte aber gerne gewusst, was der hier so treibt, aber gut. Dann bleibt ja nur noch eigentlich einer übrig. Der letzte. Der letzte bleibt übrig. Krass. Wir gehen ins Erdgeschoss, was sonst? Tja, wenn der es nicht ist, bleibt nur noch das Letzte. Dass wir den Typen erschrecken. Sie geht von alleine gerade. Anscheinend ist der Plan offensichtlich. This is it. We've got all we need. Great. Are you going to tell me about the cat widow now? Yes. It's story time, Mitzi.